Der neue Fahrtenbär. Hallo, ist der Ralf von Jodeland. Ihr wartet alle sehnsüchtig auf den Fahrtenbär. Vielleicht kurz zur Hintergrundgeschichte. Es gibt diesen Fahrtenbär. Den gibt es jetzt schon eine ganze Weile und der hat sich auch gut bewährt. Nur war er zuletzt nicht mehr käuflich zu erwerben. Zumindest nicht neu. Hintergrund war, dass die alte Näherei hier einfach der Betrieb auch aufgegeben hat und dann einfach keiner mehr da war, der diesen Fahrtenbär da auch produzieren konnte. Ihr kennt ihn, er hat im Prinzip so ein Frontladersystem wie der Schweizer Affe, nur ein etwas geschickteres Tragesystem hier mit entsprechenden Polster. So, seit letzter Woche gibt es den neue Fahrtenbär wieder. Allerdings muss man sagen, nochmal deutlich optimierter. Also wenn euch der hier interessiert, guckt unser altes Video dazu an. Den legen wir jetzt aber hier zur Seite, weil ich möchte euch gern zu dem neue Fahrtenbär ein bisschen was erzählen. Ihr seht, der sieht auf den ersten Blick genau gleich aus. Er gleiche System, ich kann ihn oben aufmachen, ich kann ihn von vorne beladen. Ich habe viele schöne Schnalle dran, um meine Affenrolle zu befestigen. Er unterscheidet sich im Detail und zwar in einem ganz Wesentlichen. Schon mal darin, dass er jetzt ein richtig modernes Tragesystem gekriegt hat. Und zwar das Deuter Vari Quick System. Sieht man hier. Da lässt sich dieser Rucksack ruckzuck in seiner Größe auch verstellen. Das heißt, er lässt sich sehr gut anpassen auf verschiedene Rückenlängen von der Träger, sodass man ihn bequem und vor allen Dingen auf der Hüfte sitzend tragen kann, so wie es bei modernen Rucksäcken jetzt dann auch bei modernen Rucksäcken, wie man es jetzt halt einfach auch so macht. Dann mit dem Deuter Vari Quick System hat der Fahrtenbär hier am Gurt nochmal am Beckgurt nochmal Tasche bekomme. Da passen einfach viele Kleinigkeiten rein hier. Zweite Seite übrigens. Er hat ergonomische, verstellbare, gepolsterte Griffe gekriegt. Die Aufhängung hier oben ist nochmal komplett anders. Die fand ich beim alten Fahrtenbär immer ein bisschen bucklig. Und von der rechtlichen Ausstattung her ist er aber soweit ganz gediegen. Die Schnalle hier ist ja sehr einfach aufzumachen. Was noch ein Unterschied ist, was er dazu gekriegt hat zum alten Modell, ist hier im Deckel nochmal ein Fach innen drin, wo ich einfach doch so einiges dann auch reinschieben kann. Hier das eigentliche Fach vom Fahrtenbär ist so wie bekannt. Sehr großräumig, das bringt 28 Liter mit, was ich hier reinpacken kann in den Fahrtenbär. Und dann nochmal diese kleine Deckeltasche hier mit 3 Liter. Das heißt, ich bin bei über 30 Liter. Wenn ich jetzt hier noch meine Affenrolle mit außen rum packe, also das geht dann so schön, wenn ich meine Affenrolle hier außen rum packe, dazu habe ich oben jetzt nochmal 2 Lasche und an beide Seiten hier auch nochmal 2 Lasche. Der alte Fahrtenbär hat nur unter eine gehabt, der andere hat jetzt oben auch noch eine. Das heißt, ich habe insgesamt 6 Lasche, um meine Affenrolle auch zu befestigen. Und ich glaube, so wie er jetzt dasteht, hat er echt einen guten Fortschritt gemacht, der Fahrtenbär. So ist er ein moderner Rucksack, der immer noch nach der klassischen Optik und vor allem nach dem klassischen System auch funktioniert. Ohne, dass ich mir die Schultern wund scheuere an der Lederriemen vom Affe, habe ich aber noch die gleiche Möglichkeit hier. Ja, das einzigste Problem an diesem schönen Fahrtenbär ist, dass er schon wieder ausverkauft ist. Mir hatte jetzt einiges in der Vorbestellung, die haben wir auch alle ausgeliefert. Die nächste Charge, die kommt im Mai 2019. Das heißt, ihr, für ein Weihnachtsgeschenk reicht leider nicht mehr, aber ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr nächstes Jahr gerne einen hättet, weil wenn wir da rechtzeitig wissen, wie viel benötigt wäre, dann können wir auch entsprechend vorordern. Von daher, zögert nicht. Überlegt euch, ob ihr ein neuer Fahrtenbär wollt mit einem super Tragesystem und einige weitere Kniffs, die noch dran sind. Schön finde ich vor allen Dingen auch diese Pfeife hier, also in diesem Clipverschluss hier, der Brustriemen, da ist
eine kleine Pfeife mit drin. Ja, das sind so die Gimmicks, die Deuter in ihrem Rucksack so unterbringen kann. Also, wie gesagt, wenn euch gefällt, denkt rechtzeitig dran diesmal, dass ihr nicht traurig seid, wenn dann im Mai schon wieder alles vergriffen ist, wenn die neue Charge dann aus der Näherei kommt. Bis dahin sage ich Dankeschön, tschüss, euer Ralf von Jotterland.